In diesem Jahr hat sich Rock im Onlineshop bezüglich Xmas-Limit sehr zurückgehalten, während in so manchen Läden ein Aufsteller mit neuen weihnachtlichen No-Way-Sorten und den Riegeln von letztes Jahr zur Verfügung standen, musste man sich im Onlineshop mit zwei Limits begnügen. Nichtsdestotrotz, White Choco Zimtstern klingt echt verdammt lecker. Optisch sieht der 35 Gramm leichte Riegel sehr ansprechend aus. Umhüllt wurde er mit einer weißen Schokolade, auf der sich als Deko ein bisschen dunkle Schokolade platziert hat. Beim Durchschneiden hat man eine leicht knackige Konsistenz von der Schokolade gespürt. In dieser befinden sich zusätzlich noch gehackte Haselnussstückchen. Die Proteinmasse weist eine sehr weiche Textur auf. Beißt man in den kleinen Riegel, wird es zunächst richtig knackig. Im Inneren erhält man eine weiche Proteinmasse. Man hat zwar oberbei noch einen Kern mit einer Creme, die geht jedoch komplett unter. Bevor die Zimtnote so richtig zur Geltung kommt, drängt sich die weiße Schokolade in den Vordergrund. Es wird leicht süß, milchig, danach folgt ein teigiges Aroma, welches direkt im Anschluss von einem zimtig-nussigen Geschmack untermalt wird. Dabei ist die Zimtnote absolut nicht too much. Ich finde den Geschmack wirklich sehr gut getroffen. Für mich hat es ein bisschen was von eine Mischung aus Zimtstern und Lebkuchen. Ich bin wirklich extrem überrascht, dass der überhaupt nicht so süß ist wie erwartet. Ein richtig geiler weihnachtlicher Riegel, den ich sehr empfehlen kann.